Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir dem gleich. Das ist mal wieder Siege Time. Yo Leute, it is Siege Time again. So, und ich muss Animal angreifen. Das ist jetzt nicht gerade so. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich überhaupt ein paar Animal-Karten noch hier parat? So, lass mal schmecken. Ich gehe mal ganz kurz nur in mein Deck rein, schau mal, was ich da so am besten. Animal-mäßiges noch am Start habe. Pum, 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 pum. So. Lass uns mal gucken. Oh, Buckstud ist eigentlich ganz gut vorne. Irek Lobster. Komm, ich pack's einfach mal mit rein. Knife Wheeling Seal. Mr. Business. Oh, wenn mich jetzt irgendjemand im Rumble angreift, würde er sich wundern, was ist denn da los hier? Ja, was ist denn der? Was ist denn der Gleiche da? Hier, der Gleiche da drin. Hier in seinem Deck. Für komisches Zeugs hier. Passt doch mal gar nicht hier. Sonst noch irgendwas, was da unter Umständen Sinn machen könnte? Money Goat nach, selbst wenn das Ding gemaxt ist. Also, jetzt haben wir erst einmal ein paar Animal-Karten drin. Und dann sollte das hoffentlich reichen. So, gucken wir mal. Jo. Gegen Siege. Also Siege gegen. Ah, lass mal schauen, wie heißen die denn? Sapphire Lotus. Die haben aber nichts mit White Lotus und Black Lotus oder so zu tun, oder? Irgendwie hat sich hier scheinbar der Air-Server jetzt gerade mal verabschiedet. Sieht auf jeden Fall stark danach aus. Ich hab's Gefühl, da kommt nicht mehr viel. Ich muss den mal ganz kurz hier. So, und dann muss ich wieder reinmachen und dann sollte das Ding wieder kommen. Ja, irgendwie hat er sich gedacht, nee, da mache ich nicht mehr mit. So, ich muss jetzt hier auf der Animal Island da hier die angreifen. Das ist halt das Los, wenn du immer am Ende kämpfst, dann musst du immer gucken, was das soll. So, also, wir haben T-Error 404. Der kommt mit einem Boomhauer. Jo. Und dann hat er noch einen Peter. Ich habe hier einen Biegeschuleabschluss. Eine Tina. Tom Landry Middle School kommt als nächstes für die schlimme Tina. Die schlimme Tina ist jetzt am Start. Oh yes. Oh yes. So. Jawohl, ja. Und dann machen wir hier noch eine Lila neben dran und dann haben wir den im Sack. So. Wuhu. Ja. So, nächstes Match. Einsame Besitz. So, jetzt gucken wir mal, gegen wen wir als nächstes antreten dürfen. Ja, die haben mal wieder diese Taktik gefahren. Wir packen unsere zwei Stärksten oder so auf eine Insel. Und den Rest verteilen wir dann. Auch immer gut. So, Irek Lobster, jetzt gleich hier am Anfang. Wir hätten Duke, Squirrel of Death, Doghouse Bobby. Also ich spiele jetzt erstmal in Irek Lobster und dann gucken wir mal, was wir da rausholen. Ja, da ist am besten natürlich hier Duke. Chu, chu, gedu, chu, gedu, gedu, gedu. Chukeru, Chukeru. Und dann haben wir hier gleich mal den Hip-Hop-Bob am Start.
meine Louise, kommt da hinten ja auch nochmal mit einer Mythic Louise mit einem Bukanigalot-Fighter. So, Fighter. Und der macht es mir tatsächlich nicht leicht, wie man sehen kann. Aber jetzt wird er erstmal hier mit dem Schild verteilt. Ich meine, der puncht da die ganze Zeit. Und jetzt hat sie es ausgepuncht. Lion Cup X. Zweites Match gewonnen. Choo, choo, geru, choo, geru, geru, geru. So. Nächstes Match gegen. Schauen wir mal, wer da kommt. Und? Gucken wir mal nach oben. Wo ist er? Oh, oh. Schon wieder der T-Error 404. Da kommt ja nicht wirklich viel von dem jetzt. Stuffington Academy. Und dann ballert der Rest hier jetzt schon alles weg. Also da wird jetzt immer viel übrig bleiben. Der Josh. Xerxes der Falken, okay. Der hält sich ein bisschen besser. Aber da haben wir natürlich einen Marmalade dagegen zu setzen. Und Marmalade ist einfach geil. Guckt euch das an, was das Teil hier hat. 36 Angriff, 26 Punch hier auf der Animal Island. Und dann sind wir da schon bei 62 Schaden. Chuk, chuk, geruk, chuk, geruk, geruk, geruk. Ja, der Gegner hat eine Taktik gefahren, die machen einige Gilden. Kann natürlich von Vorteil sein, kann aber auch ganz schön nach hinten losgehen, das Ding. Also, pack deine zwei Stärksten auf irgendeine Insel. Und hoffe, dass der Gegner in die Falle reinläuft. Weil man sieht da eben, man sieht dann eben nur 20 Leben, ne? Und dann denkst du unter Umständen, wow, sind nur 20 Leben, die kriegst du schnell weg, ja, und dann hinterher ballerst du da ohne Ende Punkte, also Angriffe. Aber Leute, ich meine, wir sind schon so lange mit dabei. Wir kennen die Tricks alle. Deswegen, da kann so Fire Lotus an der Stelle nicht wirklich viel machen. Allerdings tut es natürlich mega weh, wenn du, wenn es anders da aussieht, du hast eine mega starke gegnerische Gilde und die machen sowas. Und dann hast du auf einmal auf allen Inseln, keine Ahnung, 15 Leute oder so, ja. Das kann dann schon echt heftig werden. Also ich meine, kann sich jeder ausrechnen, wenn du da Leute bei dir auf der Insel sitzen hast, die von mir aus 20 Mythics oder sowas haben, ja. Dass das verdammt schwierig werden würde, diese Insel down zu bekommen. Wobei, ich meine, letzten Endes ist es auch dann einfach nur eine Glücksfrage, sag ich mal. Wenn du die richtige Karte pulst, gut, wenn die dann das alles irgendwelche Pre-Kombos gemaxt haben oder so, dann, dann wird es echt haarig, ne? Nibbler! Den Nibbler! So, eine Insel haben sie bei uns down bekommen, die Waffeninsel. Ja. So, dann haben wir Shenanigans. 89. Ich habe jetzt hier gleich mal den Irek Lobster. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Squirrel of Death ist natürlich geil, aber Duke ist halt auch mega, ne? Duke ist mega.
Ah, komm, ich nehme Squirrel of Death und dann haben wir das trotzdem gleich hier weg. So, Marmalade kam da auch gleich schon raus. Oh, das war vielleicht doch die falsche Entscheidung, aber das wird sich erst zeigen. Jetzt werden wir erstmal Buckstud spielen. Er hat Marmalade. Knife Wheeling Seal geht hiermit jetzt auch wieder nicht. Aber wie gesagt, ich habe hier den Dolphin Rider Peter jetzt und der hat die Peggy gepusht. Jetzt kann ich auch mal wieder was Normales spielen. Ich muss erstmal zusehen. Wie viel Leben hatten die noch? 4 Stück. Verlieren will ich es auf keinen Fall. Deswegen werde ich jetzt mal diese Combo spielen, die ich sonst nie im Leben spielen würde. Knife Wheeling Seal. Hier können wir nochmal den Dolphin Rider Peter machen. Oder aber, ja komm, wir machen das jetzt einfach mal. Ja, das ist schon übel, ne? Komm, push das Ding jetzt hier. Und dann sieht die Sache schon komplett anders aus. Mein Jalap. Ja, ist ja gut. Aber der hat nur noch 14 Leben, der Shenanigan. Keine Ahnung, wie der da heißt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja irgendeine Combo hin, die 15 Schaden gleich macht. Aber das sieht nicht danach aus. Verdammte Axt, ey. Dann entscheide ich mich allerdings. 22 Schaden macht er. Dolphin Rider, Peter. Den blocken wir mal hier jetzt mit dem Bender. Und dann gucken wir erstmal. Ah, es hat ja trotzdem gereicht. Ich weiß zwar jetzt nicht, irgendeine Karte vorne hat scheinbar den Schaden verursacht. Es war, ja, gut so. Wie viele Matches sind denn jetzt noch offen? Wir haben jetzt noch offen. Wie viele? 4 Stück sind es noch. 4 Stück. Und dann haben wir auf jeden Fall dieses Match hier gewonnen gegen The Fire Lotus. So, Jose Servo, Cognac, Bender, Rooftop Drunk oder Brainwashed Haley. Die kommen hier mit einer Line Dancer Amy. Und dann hat er Bender's Ducklings. Ja, Leute. 18, 17, 15, 19, 12, 19, 17. 17 Punch, 18, 15. Ah, ich hab's versehentlich losgelassen. Nee, sind noch. 19, 12, 18, 15. Komm, wir machen jetzt hier Rooftop Drunk. Und dann können wir. Wir spielen jetzt auch ein Mr. Business hier. Ah, ja, Kollege. Aber ich habe die Katz, mein Freund. Und Katz ist natürlich jetzt hier. Schon mega OP. Dann haben wir hier noch Roger. And Nai Hey 1. Bam, 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 badam, bam, badam, 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 bam, badam. Au! Chuk, chukeru. So, es sind noch 3 Matches offen und dann haben wir es geschafft. Jammern. So, let's have a look at this. E-Rocky, The Fire Lotus. Und dann haben wir Mr. Business. Marmalade,
Really, marmalade. Bum, 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 bum. Gegen E. Rocky. Hey, honey. I'm gonna give it to me. Chicky, chicky, ya, ya, da, da. So. Lass mal schmecken. Wir haben immer noch zwei Matches offen. Und bis jetzt alles sehr souverän gelaufen. Badam, badam, bam, bam, badam. Lady Mama, da-dam, da-dam. So, und da haben wir wieder. Wieder. Lady Marmalade, da-dam, 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 da-dam. So, und nochmal ein Roger. Und dann haben wir hier noch eine Biegeschule drauf, dann kommt der Mr. Deliver bei raus. Jo Leute, dann sind wir beim Peter. Und was ist Orochimaru? Orochimaru. Noch ein Match ist zu spielen. Dann haben wir es geschafft. Ein einziges Match noch. 6.885 zu, was waren es? 2.800 oder sowas, ne? Ich glaub's, ja. So. Lion Cup X kommt mit Hottie Salon. Jetzt kann ich natürlich was richtig Fieses machen, ne? Jetzt kann ich was richtig Fieses machen und das ist halt echt übel. Ich lasse den jetzt quasi am langen Arm verhungern. Ich spiele jetzt hier eine Peggy. Ja, das kannst du gerne tun. Aber jetzt kommt meine Nun. Und meine Nun, sorry, Baby. Meine Nun ist einfach nur ein Monster. So. Problem ist natürlich, war jetzt keine Karte da, das in der Mitte, deswegen hat er natürlich die Bombe nach rechts und links nicht gestrahlt, aber jetzt ist das Feld leer, wie ihr sehen könnt. Und ja, dann haben wir das Babysitter Lila, machen wir noch am Anfang. Kommt, Leute. Und dann haben wir den. So. Ja, die ist echt hardcore. So, jetzt lass mal schauen. Wie viele haben denn bei denen gekämpft? Oh, wir haben 200er sogar gehabt. Pebbles und Ingrid. Und na, der Rest hat halt schon ganz schön zu kämpfen gehabt, so wie das aussieht. 48 Aktive, mein lieber Scholli, das ist schon stark. Also. So, wir gucken mal bei uns rein. Alessio, Dutton, Sonja, Bounty, Cuddly, The King, ich, Thomas Cookie, Abdem, Manuel K., Topdas, A., Robert, Eat Fresh Food, Henny, Zardos, Kings, Brownie, Manubaya, Der Pate und Chris. Da haben wir 21 mal eine perfekte 100. Mimo, Enska, Stromi, Teklis, Junket, Gecko Moria, Tularis, Spider, Nutty, Gamer Guy, Krankus, Michael, Benetha, Dytronic, Lord Ado, Ulrike K. jeweils mit einer 91. Exame, Jesse R., Sean G. und Ilguruo 41. Das ist nicht so wirklich viel, aber was soll's, wir haben's gewonnen. Wenn's euch quallert, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet sich mal da ein, wenn's wieder heißt Animation Throw oder mit mir gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.